Ja, herzlich willkommen zum vierten Teil dieses Let's Plays zu Unpacking, einem Spiel, das mir sehr viel Freude macht, das sehr entspannt ist und uns anhand von Artefakten eine Biografie aufspannen lässt. Wir haben unsere Protagonistin beim letzten Mal dabei beobachtet, wie sie in eine gemeinsame Wohnung mit einem jungen Mann einzieht und faktisch ihre ganzen Dinge zwischen seine Sachen einsortiert, sehr frustrierend. Und mir ist was unterlaufen, was in solchen Konstrukten von Biografien immer wieder mal passieren kann, nämlich, dass ich ein bestimmtes Puzzlestück nicht einordnen konnte. Und zwar bin ich davon ausgegangen, dass sie für irgendetwas ausgezeichnet worden sei. Und die Lösung ist viel einfacher. Das ist ihr Universitätsabschluss. Das sieht bei uns nur anders aus, deswegen konnte ich das nicht zuordnen. Und möglicherweise ist es ihr Universitätsabschluss, also sie hat studiert, dann 3 Jahre offenbar und hat nebenbei angefangen zu jobben in der Gastronomie und zwischen 2007 und 2010, also zwischen der vorletzten und der letzten Folge, hat sich in ihrem Leben nicht allzu viel getan, sondern sie ist mehr oder weniger auf dem Punkt geblieben, hat mit ihrer Leidenschaft nicht weitermachen können, zu illustrieren und ihre Geschichten zu erzählen, möglicherweise über Tierporträts, ich bin mir noch nicht sicher, was sie da sucht. Sie hat ein großes Faible für Tabletop und Pen and Paper Rollenspiele. Also, und irgendwie konnte sie das nicht weiterverfolgen, sondern dieses für sie wichtige Thema offenbar hat sich in so eine Nische drücken lassen und ist auch anderen Hobbys gewichen, wie zum Beispiel dem Gitarrespielen. Und ich bin sehr gespannt, wo wir heute stehen und wo es heute weitergeht. Wir werfen aber noch mal einen Blick drauf auf dieses letzte Wohnung, gemeinsame Wohnung. Also man sieht schon, das Zeichnen selbst ist ihr im Detail schon noch wichtig. Also sie nimmt ihre ganzen Utensilien mit, wie das Zeichenbrett, ihre ganzen Entwürfe. Wir können das nochmal rausholen, nochmal größer machen hier. Also ganz aufgegeben hat sie es wahrscheinlich nicht. Aber sie hat sich in den letzten 3 Jahren, dass wir das hier sehen, hat sie das Thema auch nicht weiterentwickelt. Sondern alle ihre Zeichenutensilien, ihre Stifte, das sind die einzigen Stifte, die sie noch mitnimmt. Diese hier, diese Stiftpackungen. Das ist es im Endeffekt. Und das, was ich nicht zuordnen konnte oder falsch zugeordnet habe, war keine Auszeichnung, sondern ist mutmaßlich ihr Universitätsdiplom. Auch das konnte sie nicht umsetzen oder einsetzen, sondern es liegt jetzt hier in dieser Wohnung unter Bett. Ja, das ist die Ausgangslage und ich würde jetzt mal einfach weitergehen zum nächsten Jahr, 2012, 2 Jahre später. 2012, 2 Jahre später. Da ist sie 28, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist ihr Kinderzimmer. Okay. Gut, dann war das. Das finde ich jetzt auch nicht so ideal. Dann war offensichtlich die Beziehung, die sie da geführt hat, auch nicht so ganz glücklich. Da ist sie jetzt. 97 haben wir angefangen. 15 Jahre später, 28 ist sie jetzt. Okay, also soweit jetzt vielleicht jetzt auch nicht kommen müssen. Und sie ist ausgezogen. Okay. Eine Lavalampe. Ein Wecker. Die Musik ist auch ein bisschen melancholisch.
Okay, das ist wieder einer ihrer typischen Entwürfe. Da haben wir das Bild, das mit dem Schwein, die Fußballpokale und ihre ganzen Kinderbücher. Daneben aber auch die Nähmaschine. Ein Bild von ihrer Familie, so wie es scheint. Ich nehme an, hier sind Nähutensilien drin in so einer alten Keksdose. Das ist so ideal für so Schnatter-Kleinkram. Und ich mache mich jetzt mal kleiner. Naja, das ist auch nicht schön. Also das heißt, diese gemeinsame Idee des gemeinsamen Wohnens und der Lebens hat auch keine Zukunft. Gut, dann fangen wir erstmal an, hier auszupacken. Also das sind ihre Tabletop-Sachen, ihr MP3-Player, eins ihrer Bücher. Das können wir mal gleich hier mit reinstellen. Venedig. Das kann ich noch nicht so richtig interpretieren, ja, dieses Bild. Sieht da mit drauf? Also sie haben ein Mädchen mit dunklen Haaren. Also ich weiß nicht, mit wem sie da zu sehen ist. Na gut, das ist deutlich. Das ist offensichtlich dann ihr Lebensgefährte, mit dem sie nicht mehr zusammen ist, dem sie ja den Pin ins Gesicht gesteckt hat. Und das ist sie. Das heißt, das ist das und das sind sie. Dann ist es vielleicht ihr Vater? Schwer zu sagen. Okay, das ist einer ihrer zentralen Entwürfe mit dem goldenen, mit dem goldenen, das goldene Ringbuch. Ihre Sportsachen. Ich glaube, das kann man schon mal wegnehmen hier. Das wird nur im Weg stehen. Das sind ihre Bücher, die sie mitnimmt. Wir haben nicht so viel Platz, um das zu sortieren. So, was haben wir noch? Noch ein Buch. Das passt schon nicht mehr rein. Da oben kann ich es nur legen, kann ich die Pokale kann ich auch stellen. Dann ziehen die Pokale nachher oben. Das Bild stelle ich mal hier unten hin. Das ist ja offenbar so wichtig. Das muss nicht da oben stehen. Ah, Nintendo DS. Ein Zeichentablet. Ihr Notebook. Eine große Packung neue Stifte. Okay. Ihre Insekten, und die können wir da hochstellen. So, was haben wir da? Die Gitarrenschule. Radiergummi, Stiftdose. Jetzt kommen die ganzen Ringbücher. Ein neuer Entwurf. Legen wir das alles hier ran. Ein neuer Entwurf. Ja, es ist Schwein, aber offenbar mit einer Hose und einem Pferd. Okay, also das. Sie fängt wieder an. Zu zeichnen. Jetzt müssen wir mal umsortieren. Die kleinen Bücher können da hoch. So. So, mal sehen, was sie für Musik hört. So, ihre Handtasche. Okay.
Das kenne ich noch nicht, das Bild. Ach, das hat sie mitgenommen. Das hat sie mitgenommen aus der Wohnung ihres Freundes. So. Ich glaube, jetzt werden wir hier sehr viele Küken sehen. Das ist ihre neue Leidenschaft offenbar. Eine Wärmflasche. Die kommt unter das Kissen. Das ging schnell. Das orangene Buch. Was ist dieses orangene Buch? Was ist in diesem orangenen Buch? Das wüsste ich wirklich zu gern. So, dann machen wir ihre Instrumentenschule, machen wir hin. Und ihre Entwürfe direkt daneben. Okay, ich bin ja gespannt, was es mit diesem goldenen Ringbuch auf sich hat. Ihre Yogamatte. Rotes Schwein. Das sieht ziemlich fertig aus. 28 Mal genäht. Aber das setzen wir erstmal hier aufs Bett. So, das ist ihr Universitätsabschluss. Wie wir jetzt wissen. Okay, das war's. Jetzt schauen wir mal hier rein, was hier drin ist. Ein Jojo. Naja, das müssen wir vielleicht nicht erfüllen. Okay, also das ist das ganze Kinderzeugs, das sie nicht mehr braucht, hat sie alles hier im Schrank verstaut. Ah, Werwürfel bekommt seinen Platz natürlich neben dem Tabletop-Würfel. So, da können wir die Schale mit dahinstellen, das Pferd daneben. So, was mich jetzt ein bisschen wundert ist, dass sie kein... So, das Zeug, die Plüschtiere können wir mal da hochsetzen. So. Die ganze Hühnerfamilie. Ihre Reiseandenken fehlen. Na gut, die hat sie vielleicht... Die hat sie vielleicht irgendwo anders umgestellt. Wer weiß das schon? Was machen wir denn mit der Gitarre? Ich hasse das, wenn es immer so ein Durcheinander gibt. Ah, guck, da stehen mal die Hühner einfach hier aufs Sensorbad. So, das große Huhn kann sich ruhig hier hinsetzen. Da kann man die Gitarre da hinlegen. Ne, kann man nicht. Ach Mensch. Dann rutschen wir doch einfach die Nähmaschine ein Stück weiter hier hoch. Die Utensilien da hin und das Huhn da daneben. Das ist es auch. Da hat nämlich die Gitarre Platz. Das muss ich hängen. Aber was ist da zu sehen? Ist es eine Welle oder ist es eine Frau? Hm, okay. Frauensilhouette könnte es auch sein. So, die Stifte müssen hin. Das muss hin. So, dann müssen wir, zoomen wir mal raus. Was auf alle Fälle Platz braucht, ist das. Die Stifte können wir auch auseinanderlegen. Halt. So war es nicht gedacht. So, den Gameboy. Und die zwei Spiele. Das ist nicht mehr viel von ihrer alten Sammlung. Legen wir vielleicht dahin, den Rechner dann dahin. Den kann ich noch so oder so rumdrehen, das ist komisch. Na gut. So, und den MP3-Player, den können wir hier mit zur Musik legen. So, die Musik jetzt, die Handeln mit unter das Bett. Okay, also von ihrem, das was sie mitgenommen hat, ist ihr Schwein, das die ganze Zeit mitreißt. Das sieht man hier auch. Eminent wichtig hier, das ist. Und so haben wir teils. Ah, aber jetzt wird es spannend. Okay, das, wenn das hier Universitätsabschluss ist, okay, das ist das eine. Aber was ist das? Wuhu. Also dafür hat sie einen Preis bekommen für dieses Bild. Für dieses Landschaftsbild. Okay, das hat sie nur nicht mitgenommen. Gut, dann gehen wir noch schnell ins Bad und packen hier schnell noch den Rest aus. Das wird ja nicht viel sein. Haarbürste.
Du spart Seife. Na gut. Der obligatorische Zahnputzbecher, der ist jetzt auch schon 1000 Jahre alt. Das ist, glaube ich, schon kaputt, so wie er aussieht. Den benutzt sie jedenfalls. Also auch was das Parfüm angeht, ist sie sich treu. So, sortieren wir doch mal hier ein bisschen aus. Kletteisen. So. Kleine Pinzette. Rasierer. So, und der eh niemand außer sie. So. Das können wir alles hier mit reinstellen. Ach guck, da steht sogar das alte Zeugs rum, das sie sowieso schon benutzt hat. Kann man das auch mit dazu stellen gleich. So, das stellen wir da rein. Die Haarbürste kommt hier rein. Pflaster. Müssen wir nochmal umräumen. So, mal schauen, was noch geht. So. Das ist doch eigentlich sehr hübsch. Sehr viele Seifen. So. Schlafzimmer ist irgendwas noch nicht korrekt. Ach, das muss ich wohl verstecken. Ach Gott. Also, gut. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sehr schön. Okay, das war eine sehr kurze Episode. Und zwar aus dem Jahr 2012. Wir schauen mal schnell. Das ist immer was mir früher größer vorgenommen. Ja, na klar. Wir schauen mal noch schnell, was sie zum Bart sagt. Meine Schwester und ich haben uns immer um dieses Bad gestritten. Okay, also sie hat wächst in der Familie auf mit... Moment. Das ist ein wichtiger Hinweis. Weil dann ist freilich auch klar, dass das ihre Familie ist. Ja, mit ihrer Schwester. Das ist sie mit den braunen Haaren. Das ist ihre Schwester. Und das ist sie auch. Wer sind diese Leute? Das kann ich nicht zuordnen. Okay. So, also es lässt sich relativ wenig sagen. Also bis auf dass der Blick auf das aus dem Fenster die Schaukel am Reifen zeigt. Wenn ich spekulieren müsste, dann würde ich sagen Nordeuropa. Nordeuropa. Lebt in Nordeuropa? Hat eine Schwester und zieht jetzt nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten 2012 wieder zurück zu ihren Eltern. Okay. Ja, das ist es für heute. Kurze Folge. Ich schaue mal schnell drauf. 20 Minuten. Also, es hat sich wieder viel getan in dem Leben unserer Protagonistin. Sie ist
bei ihrem ehemaligen Freund aus und bei ihrer Familie wieder eingezogen. Wir haben ein paar liebgewonnene alte Gegenstände wieder im Blick. Nämlich, da wäre das Schwein, das für sie so wichtig ist, als Inspirationsquelle offenbar. Und möglicherweise entwickelt sich von hier aus etwas. Das, was ich vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt hatte, nämlich, dass sie das irgendeine Auszeichnung gewesen sei, die sie für irgendwas bekommen hat, war das einfach schlussendgreifend, vermutlich ihr Universitätsabschluss. Und um jetzt erstmal zu schauen, hat sich eigentlich in den letzten fünf Jahren ihres Lebens nicht allzu viel getan. Also von ihrem 23. bis zum 28. Lebensjahr. Es hat sich viel entwickelt. Nicht alles zum Guten für sie. Und möglicherweise hat sie auch so ein bisschen den Fokus verloren für das, was ihr wichtig ist. Vielleicht findet sie den hier wieder in dieser Phase, nachdem sie 2010 bei ihrem Freund eingezogen ist und sich hier da schon mehr recht als schlecht orientieren musste, weil es vielleicht auch beruflich nicht ganz so gut lief für sie, wie sich das vorgestellt hat. Ja, spannende Geschichte. Und ich bin gespannt, wie die Biografie weitergeht. Das allerdings erst beim nächsten Mal im fünften Teil. Bis dahin, ciao.